Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios, einer neuen Folge Sunset Overdrive. Wir kleiden gerade hier so rum, und zwar aus dem einfachen Grund, damit wir nach dem Intro endlich in den Kran können. So, ich begib mich dann mal auf den Weg dahin. Da sind wir schon. Danke. Hammermäßige Aktion. Ich sollte das auskosten. Wann komme ich schon wieder dazu, Sachen mit einem Kran platt zu machen? Was? Mal sehen, was kann ich zerstören? Oh Mist. Das waren anscheinend Overcharge-Paletten. Und jetzt bimmelt es hier gleich von OD. Oh. Gut, dass ich in einem verdammten ich sollte die Hobbys lieber platt machen, bevor sie zu Poppern werden. Der poppt schon. So, du bist weg und du bist weg. Hat ein bisschen gedauert. Werden ja immer mehr. Da mal eine große Haufen. Ja, macht schon Spaß. Hey, nicht auf mich. So, okay. Super klar. Bams! Der ging echt gut. Ich habe vermutlich gegen jede Regel für die Sicherheit am Arbeitsplatz verstoßen, aber wenigstens. Genau, darum geht's auch nur in diesem Spiel. So schnell kriegen wir die sonst nicht platt, glaube ich. Gott sei Dank können die uns von da aus nichts. Ups, das Auto hatten wir schon. So. Oh Gott, da kommen ja immer mehr. So, läuft. Oh, wir kriegen doch Schaden, sehe ich gerade. Okay. Sieg! Jetzt zerstöre ich die Wand und sehe nach Ripley. Läuft doch. So, wir sammeln erstmal fleißig ein. Korrekte Sache. Was haben wir denn hier? Ja, mein Handy ist schon mal gut. Die müssen wir nämlich auch sammeln. Ich will das Ding haben. Haben wir noch irgendwas rumliegen? Ah, doch da, was ist das denn? 10er-Paket, sehr schön. Immer gut in der Hotdog-Fabrik. Ich habe eine Notiz von Brillcream gefunden. Sie ist 2 Wochen alt. Was steht da? Hier steht... Hotdogs verdorben. Gehe zu Hapcats, um Norton zu treffen. Scabs folgen mir, versuche sie abzuhängen. Wir treffen uns bei Hapcats Diner, dann suchen wir nach weiteren Spuren. Ich wusste, dass Norton da irgendwie drin steckt. Okay, also hier sind wir völlig falsch am Platz. Dafür haben wir hier aber einiges bekommen. Neue Quest. Truppenführer Norton? Hey Norton, wie geht die Suche nach Brillcream voran? Nicht gut. Ich glaube, es ist Zeit, sie abzubrechen. Noch nicht. Ich folge einer Spur. Oh? Ich habe eine Notiz von Brillcream gefunden. Er sagte, dass er dich in Hapcats Diner treffen wollte. Was ist daraus geworden? Soweit ich mich erinnere, ist er niemals aufgetaucht. Wo hast du diese Notiz gefunden? Du lügst, Norton.
Was verbirgst du? Wie kannst du es wagen? Ein Truppenführer lügt nie. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mich um wichtige Truppenangelegenheiten kümmern. Okay, also da mit dem ist auf jeden Fall irgendwas nicht richtig. Da müssen wir wohl selber mal Hand anlegen. Triff mich bei Hepcats Diner. Ich glaube, Four Kim könnte in Gefahr sein. Auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Warum sollte sie in Gefahr sein eigentlich? Die ist doch bei uns. Rein theoretisch. So, ich will hier die Räucherkammer haben. Warum kriege ich die denn nicht? Egal, komm. Ich habe jetzt auch keinen Nerv drauf. So, gehen wir mal hier den Weg. Die schießen mir da zu sehr. Aber wir sind hier völlig falsch. Fahren wir da lang. So ein Doppelbuff wäre viel geiler. Oh, guck mal, da Klopapier. Komm mal her. So. Ganz geschmeidig. Wir müssen ja alle Waffen mal durch. Ah, der Boost ist schon geil. So, wir sind fast da, glaube ich. Das komische Fieder. Ich komme. Beeil dich. So, was hast du? Vorkäm ist gerade los. Sie meinte, die Rauchsignale beim Bahnhof könnten von Brill Cream sein. Aber ein paar Scalps sind nach ihr da rein. Du musst da hoch. Warte hier. Was kriegen wir denn da? Senor Frostfalle. Wie kommen wir jetzt da hin? Ach, das Ding, das hält sie hier gefangen. Du hast ja auch lustig. Wie kommen wir denn da am besten jetzt hin? Ihr Telefon ist tot. Hoffentlich ist sie okay. Sie hat bestimmt ihr Handy abgeschaltet. Oder sie ist genervt von deinen Nachrichten. Ist sie wenigstens bewaffnet? Immer doch. Sie hat einen Baseballschläger mitgenommen und ein Buch, in dem steht, wie man Knoten macht. Schlaues Mädchen. Nur ob es so viel bringt, ist die andere Sache. Unten im Bahnhof. Hier treibt sich eine ganze Legion Scabs herum. So, die haben wir schon mal platt gemacht. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal ausschalten, alle Mann. Dieser Stress hier. So. Ein bisschen Leben. Hey, bist du das da unten? Ja, das bin ich. Ich bin der, der Stress macht. Gut, mach weiter so. Du lenkst sie ab. Ich verstecke mich hinter einer Mülltonne. Die Scabs verlassen den Bahnsteig. Ich muss versuchen, Brill Cream zu retten. Kannst du ihn sehen? Nein. Aber der Notruf kommt von dem Zug am Bahnsteig. Er hat sich in einen Zug verwandelt? Ich gehe rein. Warte, ich bin fast am Bahnsteig. Mach nichts. Wie komme ich denn da hoch? Das ist mein Job. Was
Was hat vor Kim vor? Sie wollte sich den Zug ansehen und hat sich seitdem nicht mehr das gemeldet. Das hat ja auch so lange gedauert. Wahrscheinlich ist sie tot. So, kommt schon. Was? Vielleicht lebt sie ja noch, aber das finde ich erst heraus, wenn ich es auf den Bahnsteig schaffe. Dann beeil dich, schnell! Bin ja dran. So. Okay, wo geht's weiter? Wie kommen wir jetzt darauf? Wir müssen darauf. Ah, da hoch. Okay. Da geht's lang. Immerhin wird einem gezeigt, wie es lang geht. Das ist schon alles voll. Ui, ui, ui. Zug, aber tut ihr nicht weh. Ich brauch sie lebend. Rollcream ist nicht hier. Es ist eine Falle. Falle. Düsen? Die haben den Zug echt Düsen verpasst. Was ist los? Nicht wirklich. Rollcream ist nicht hier. Rollcream ist mit einer Gruppe Scabs in einem fahrenden Zug gefahren. Ich, Ryder auf den Schienen, verfolge den Zug und werde mit Bomben beworfen. Okay. Mach weiter. Was? Okay. Ich darf den Zug nicht aus dem Ja, ich gebe mir erst Speed. So, geht doch. Oh. Heilige Scheiße! Bis später, ihr Spacken! Eine weniger, zwei sind übrig. Wow, da ist gerade ein Waggon von unserer Basis gelandet. Richtig. Hast du da was mit zu tun? Richtig. Vorkin ist in einem anderen Waggon, oder? Richtig. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Vielleicht siehst du lieber in den Trümmern nach. Oh Gott. Nein! Da haben wir ein Problem. Komm, gib Gummi. Gib Gummi. Ich brauche eine neue Route. Da ist er weg. Das müssen wir nochmal anders machen. Versagt, letzten Kontrollpunkt laden. Okay, irgendwie kriegen wir das aber gebacken. Ich meine, der Weg war, glaube ich, schon mal nicht verkehrt, der Ansatz. War auch noch von hier hinten. Ich muss die Düsen treffen, dann wird der Zug gebremst. So, okay. So leicht werdet ihr mich nicht los. Yeah, so wird das was. Nein! Da gucken wir nochmal neu ran. So, komm hier.
Warte! Und jetzt? Und drauf da. Ich muss den Zug vor der Straßensperre anhalten. Komm schon, jetzt los. Jawohl, läuft doch. Diesmal sind wir um einiges schneller gewesen. Und ich glaube, die hat die alle platt gemacht da drin. Das reicht. Woman Power. Cream ist in einem Müllwagen, aber sie wissen nicht wo. Müllwagen? Das Abfallbeseitigungssystem ist automatisiert. Die Laster sind mit GPS ausgestattet. Komm zurück zur Basis. Ich kann vielleicht herausfinden, wie man die Müllwagen orten kann. Okay, gut. Bin auf dem Weg. Warte. Wie können wir mit Sam kommunizieren, wenn keiner von uns ein Telefon hält? Oh, du weißt doch. Technologie. Technologie? Wir wollen jetzt nicht auf irgendwelchen Ungereimtheiten in der Story rumreiten, okay? Richtig. Meinetwegen. Ich gehe jetzt zur Basis und bin dann plötzlich verschwunden, wenn du wieder steuern kannst. Nichts dagegen. Ist auch gar nicht schräg. Das ist so hammer gemacht, ne? So, wir können steuern, die ist verschwunden. Hey, Alter, ich habe meine Zelte woanders aufgeschlagen. Mehr Platz, besseres Feng Shui. Komm vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Toilettenpapier 8 von 5. Triff Leute in der Basis. Wo ist denn jetzt die neue Basis? Dinge erfahren, als ich die Skeps verhört habe. Sie haben angeblich mit Norton zusammengearbeitet. Er hat ihnen Pläne für Waffenverbesserungen geliefert und sie haben ihn dafür beschützt. Arschloch! Ich wette, er hat sie in der Sekunde zum Bahnhof geschickt, als er aufgelegt hat. Ich würde ihn ja ordentlich in den Arsch treten, aber er hat den Rest der Truppe auf seiner Seite. Die können wir nur überzeugen, wenn wir Wolfram finden und ihn zu ihnen zurückbringen. Wir arbeiten gerade dran. Ich muss ein paar Nachforschungen über das Mülllastersystem anstellen. Die Signale sind analog, schwer zu verfolgen. Meld dich, wenn du es raus hast. Klarer Fall. Weg. So, wir sind hier fast richtig. Ich glaube, wir sind schon wieder zu weit oben. Wo sind wir überhaupt? Hier ist die neue Base. Und natürlich auch wieder. Direkt kommen, wir gucken aber erstmal so in den App-Simulator rein. Die Bushido-Truppe? Bin ich überrascht, dass Waffen sie überlebt Apps? Haben. Ja, können wir uns aber nichts holen. Bereit. Denn wir haben nur 8 Klopapier, 13 Schuh. Oh, da fehlt aber auch nicht mehr viel. Oh, hab ich dir schon mal die Geschichte von One-Head-Jack erzählt? Die beste Geschichte aller Zeiten. Ups, naja, heben wir uns für später. Was hat Two-Head-Jack denn so? Ui, die Waffen werden immer größer und auch immer teurer. Obwohl, 25 haben wir ja. Behalt immer eine in der Kammer. Vergiss das. Neue Kleidung ist sowieso das Beste. Unterwäsche. Ja, da kommt aber, glaube ich, nicht mehr. Eine Wächte. So, gucken wir mal hier durch. Ach, es hat auf jeden Fall auch was. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon an. Im Kopf. So, Oberbekleidung, Handschuh, Körperschmuck. Ja, ist leider noch nichts, Oberbekleidung. Größere Flügel vielleicht, aber nee. Beinbekleidung? Nee. So ein Samurai-Höschen. Ja, ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Ich meine, wir müssen ja nicht die ganze Zeit hier nur mit Slip rumrennen. Aber ich habe halt noch nichts Schöneres gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Sneakers, Turnschuh, Wanderstiefel, Nahkampf. Ne, nichts weiter dabei, was uns jetzt in den Kragen passt. Wir machen ein kleines Päuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine neue Base. Hier ist das Ding. Die können da hoch, da hoch. Das müssen wir alles so mal ein bisschen im Auge behalten.
Wir haben nicht mal die alte Gegend komplett abgegrast, aber egal. Mit der Karre ist auch cool. Ach, das sind jetzt zwei Amp-Generatoren. So. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo wir jetzt überhaupt sind. Ah, hier sind wir hingegangen. Das da war die alte, das ist die neue. Da steht uns auf jeden Fall noch viel bevor. Schalte auf jeden Fall wieder ein bei der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin.